Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde im Mai. Ja, und herzlich willkommen auch zur wahrscheinlich letzten kleinen Morchelrunde im Pilzjahr 2023. Ich bin heute nochmal in einem Auwald unterwegs, wo wir in den letzten Wochen ganz, ganz viele tolle Morchel- und Werpelfunde hatten. Und ich will heute ein letztes Mal kontrollieren, ob es vielleicht noch mit ein paar schönen Speisemorcheln klappt. Ja, wir hatten sehr, sehr viel Regen. Das mögen die ausgewachsenen Speisemorcheln eigentlich gar nicht so sehr. Da setzen die ganz, ganz schnell Schimmel an, ja, und vergehen dann in Windeseile. Aber wir schauen einfach mal nach, checken ein paar Stellen und schauen mal, ob sich noch die eine oder andere schöne Speisemorchel finden lässt. Ja, hier in dem Wald gibt es auch ganz, ganz viele alte, dicke Weiden. Gerade am Wegesrand habe ich da ganz, ganz viele gesehen, die vom Schwefelporling befallen sind. Da hängen überall noch die alten Fruchtkörper vom letzten Jahr dran. Ja, und die wird man auch gezielt anlaufen und kontrollieren und schauen, ob es vielleicht auch bei uns mit einem ersten schönen Schwefelporlingsfund im Pilzjahr 2023 klappt. Würde mich freuen, wenn es mich begleitet. Ja, und dann hoffen wir auf ein paar schöne letzte Speisemorcheln und vielleicht auch den ersten Schwefelporling. Auf geht's! Ja, und genau wie auf der gestrigen Tour machen auch heute die Judasohren den Anfang. Hier jetzt, ja, so ein kleines Stück Totholz, auf dem sich ein paar Fruchtkörper vom Judasohr gebildet haben. Ja, erster Fund für die Fundliste und dann geht's auch schon weiter. Ja, hier haben wir jetzt eine der ersten von diesen angesprochenen Weiden mit Schwefelporlingen. Hier kann man ganz, ganz gut sehen, wie letztes Jahr oder vielleicht auch vorletztes Jahr ein Schwefelporling gewachsen ist. Ja, und ich habe jetzt schon ganz genau geschaut, aber frisches Wachstum kann ich zumindest an dieser Weide bisher leider nicht entdecken. Ja, vielleicht dauert es doch bei uns noch ein, zwei Wochen. Ja, wobei ich eigentlich sagen müsste, normal spätestens Mitte Mai müssten die da sein. Teilweise findet man die ja bei uns schon Mitte April. Aber schauen wir mal. Wir sind ja noch ganz am Anfang von der Tour. Ja, und die Frage aus dem Titel hat sich soeben beantwortet. Es scheint tatsächlich noch Speisemorcheln zu geben. Weiß allerdings nicht, wie es mit der Qualität ausschaut. Warum? Ja, ich war noch nicht da, denn ich möchte jetzt nochmal so ein kleines Morchel-Suchspiel machen. Ja, vielleicht so ein bisschen zum Abschluss der Morchelsaison. Vielleicht könnt ihr die Morcheln ja erkennen. Könnt ihr sie sehen? Sollte jetzt ziemlich in der Bildmitte sein. Ist aber nicht die einzige. Sondern wenn ich den Blick noch ein bisschen schwenke, sehe ich mindestens etwas weiter vorne auch noch mal zwei. Habt ihr die Morcheln entdeckt? Ja, dann würde ich vorschlagen, schwafeln wir nicht lange rum, sondern gehen wir ein bisschen näher ran und schauen wir uns den Fund im Detail an. Ja, und ich denke, auf den ersten Blick schaut es doch gar nicht mal so schlecht aus. Eine schöne und relativ große gelbe Speisemorchel. Jetzt schauen wir mal nach da vorne. Auch hier haben wir eine gelbe Speisemorchel und da vorne auch. Ja, hier muss man sagen, das wird auf alle Fälle nichts mehr für den Speisepilzkorb. Bei den anderen beiden müssen wir jetzt mal schauen, wie es da qualitätstechnisch aussieht. So, auf den ersten Blick würde ich sagen, gar nicht mal so schlecht. Ja, Konsistenz passt auch ungefähr. Mindestens die werde ich mal entnehmen. Mal dran riechen. Ja, vielleicht auch ein Schnittbild machen, um auf Madenbefall zu prüfen. Und dann schauen wir mal, ob die vielleicht sogar was fürs Körbchen ist. Wunderbar, dass es noch mit ein paar Speisemorcheln klappt. Ja, stehen hier zwar schon viele ganz, ganz kaputte Speisemorcheln rum, bei denen teilweise schon das komplette Kopfteil abgefressen wurde. Aber wenn man ganz, ganz genau schaut, stehen dazwischen hier und da auch echte Prachtexemplare. Schaut euch mal diese wunderschöne Speisemorchel an. Was für ein tolles, großes, ja, und vor allem auch festfleischiges Exemplar. Ich habe es nämlich schon getestet. Die Konsistenz ist immer ein ganz gutes Indiz dafür,
ob so eine Speisemorchel noch was für einen Speisepilzkorb ist. Wenn man die anfasst und die schon komplett zerfällt, kann man die eigentlich ansonsten unangetastet stehen lassen. Wenn die aber fest ist, kann man sie entnehmen, den Geruch prüfen, auf Schimmelschäden prüfen. Ja, und wenn kein Schimmelschaden vorhanden ist, die Art angenehm riecht, den typischen Morchelgeruch vielleicht sogar noch hat, dann kann man diese Speisemorcheln, auch wenn sie ein bisschen größer und älter sind, ohne Probleme für Speisezwecke sammeln. Ja, und bei dem Fruchtkörper haben wir jetzt leider Pech gehabt. Von der einen Seite sah die gar nicht mal so schlecht aus, aber hier können wir schon sehen, ja, dass sich der Stiel dunkel verfärbt. Und sobald sich so eine Morchel irgendwie in diese Richtung am Stiel verfärbt, ist die meiner Meinung nach durch. Kann schon sein, dass man die vielleicht noch ohne Probleme verzehren kann, aber sie ist auf alle Fälle grenzwertig und damit für mich nichts mehr für den Speisepilzkorb. Schade, war nämlich ein wirklich schönes, großes Exemplar. Ja, die werden wir hier jetzt an zwei verschiedenen Eschen ablegen, in der Hoffnung, dass sie sich dort ansiedeln können. Schade um die schöne große Morchel. Ja, die wäre natürlich alleine schon wegen der Größe im Speisepilzkorb toll aufgehoben gewesen. Ja, hier wachsen die Speisemorcheln jetzt sogar direkt am Weg. Schaut mal, man kann sie gar nicht mehr übersehen. Auch hier eine von den gelben Speisemorcheln. Ja, hier sind auf den ersten paar hundert Metern fast mehr Speisemorcheln zu finden als noch vor ungefähr eineinhalb Wochen. Schon der Wahnsinn, wie die hier nochmal losgelegt haben. Scheinbar ist auch kein anderer Sammler mehr unterwegs. Kann mir nicht vorstellen, dass andere Sammler die hier auch stehen lassen würden. Aber ich sammle so Speisemorcheln vom Wegesrand immer relativ ungern. Vor allem, wenn man weiß, dass in so einer Region oder in so einem Waldabschnitt ganz, ganz viele Spaziergänger mit Hunden unterwegs sind. Ja, da finde ich den Fundort direkt neben dem Weg in dem Fall leider relativ unappetitlich. Aber trotzdem eine weitere Speisemorchel auf der Fundliste. Ja, und auch mit den Schwefelporlingen klappt es. Ich habe es fast schon gewusst. Ja, die Fundmeldungen haben sich gemehrt und hier liegt so viel Totholz von Weiden rum, wo schon aus den vergangenen Jahren die alten, jetzt weißen Fruchtkörper vom Schwefelporling hängen. Und hier gibt es jetzt ganz, ganz tolles, neues, frisches Wachstum vom Schwefelporling. Ja, und das Highlight zum Schluss, hier sogar ein richtig schönes und größeres Exemplar vom Schwefelporling. Was genau hat es denn mit dem Schwefelporling jetzt auf sich? Warum ist es ja so eine ganz, ganz tolle Art? Ja, je nach Alter kann die Art wirklich original die Konsistenz von Hühnchenfleisch besitzen, hat zudem einen ganz, ganz angenehmen, milden Geschmack. Ja, und ist damit im Prinzip eigentlich, man kann es fast schon so sagen, der perfekte Ersatz, ja, eben zu Hühnerfleisch. Wird deswegen auch Hühnchen des Waldes genannt und sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft gesammelt. Gibt ein kleines Manko, es kommt so ein bisschen auf das Substrat drauf an, ob der Schwefelporling wirklich als Speisepilz in Frage kommt. Wenn die Art zum Beispiel auf giftigen Hölzern, wie zum Beispiel der Rubinie, wächst, sollte man die Art sicherheitshalber nicht für Speisezwecke sammeln, weil es immer wieder in der Literatur Hinweise darauf gibt, dass der Schwefelporling die Giftstoffe von dem Substrat aufnehmen können soll, ja, und dementsprechend dann selber auch giftig wäre. Ich kann für diese Behauptung bis jetzt aber keine wirklich handfeste und zuverlässige Quelle finden. Dennoch bin ich da ein großer Verfechter von Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ja, und dementsprechend würde ich den vom giftigen Substrat, wie eben der Rubinie, nicht für Speisezwecke sammeln. Ein weiteres Problem kann entstehen, wenn die Art zum Beispiel von Eichen gesammelt wird. Da soll die Art tendenziell so ein bisschen bitter und ja, einfach unangenehm schmecken. Den besten Speisewert haben die Schwefelporlinge von Obstholz, also zum Beispiel von Pflaume oder Kirsche. Und auch von Weide oder Buche soll man den Schwefelporling sehr, sehr gut sammeln können. Ich habe bisher nur Schwefelporlinge von Weiden gesammelt und da war der Geschmack eigentlich, ja, kann man sich nicht beschweren, perfekt. Ja, und der Schwefelporling scheint nicht nur uns Menschen zu schmecken, auch diese Schnecke zieht sich den hier zumindest teilweise rein. Ja, und
das Tolle halt an einem Schwefelporling ist, gerade wenn es in die Richtung Veganer oder Vegetarier geht, ja, da vielen fehlt halt irgendwie ein bisschen dieses Fleischige, auch diese Konsistenz, und die greifen dann auf diese Ersatzprodukte zurück, die im Prinzip gespickt sind mit irgendwelchen chemischen Zusatzstoffen, Farbstoffen, Geschmacksstoffen. Ja, und der Schwefelporling ist nicht nur deutlich günstiger, also im Prinzip eigentlich umsonst, bis auf das, dass man halt vielleicht ein paar Kilometer machen muss. Er ist halt auch ein reines Naturprodukt, ja, keine Zusatzstoffe, keine chemischen, keine Geschmacksverstärker, keine Geschmacksstoffe. Und so würde ich behaupten, ist der Schwefelporling auch deutlich, deutlich gesünder als eben diese künstlich produzierten Ersatzprodukte. Ja, und wie gesagt, man kann ihn eigentlich kaum verwechseln. Vor allem nicht, wenn er seine typische Größe erreicht. Das hier ist jetzt noch gar nichts. Ja, das geht viel, viel, viel größer. Und dementsprechend, ja, ein riesengroßer, schwefelgelber, gelber bis gelb-oranger Fruchtkörper auf Laubholz ist normalerweise immer der Laubholz-Schwefelporling. Da gibt es in der Größe eigentlich nichts, wo ich sagen würde, mit dem könnte man den wirklich realistischerweise verwechseln. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den auch gerne für Speisezwecke sammelt. Typische Rezepte sind natürlich Schnitzel vom Schwefelporling, Nuggets vom Schwefelporling, Schwefelporling so ein bisschen als Hühnchen geschnetzeltes, als vegetarisches. Ja, und alles, was man sonst so mit Hühnchenbrust zaubern kann, kann man im Prinzip eigentlich auch im Schwefelporling zaubern. Wenn ihr da ein super tolles Spezialrezept habt, das sonst noch keiner kennt, dann gerne ab damit in die Kommentare. Und wir schauen jetzt weiter, was die Speisemorcheln machen. Ja, ich habe jetzt sicherlich noch weit über 10 Stellen mit Speisemorchelvorkommen aus den letzten Wochen kontrolliert. Ja, es sind noch ganz, ganz viele Speisemorcheln da, aber die sehen halt wirklich fast alle so aus wie die. Komplett angefressen, schon halb liegend. Ja, und das war einfach zu erwarten. Wie gesagt, bei den Speisemorcheln geht es einfach aufs Ende zu. Viele Funde sind möglich, aber ja, gerade wenn man wirklich auf Top-Qualität aus ist, ist die Zeit einfach fast schon vorbei. Mal schauen, vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere schöne Speisemorchel, aber ich denke mal, es wird so ziemlich gewesen sein. Ja, und wir können uns ein bisschen auf was anderes konzentrieren, nämlich zum Beispiel, und ich sehe schon von hier leuchten, Porlinge. Da vorne wird man wieder wunderschöne Wabenporlinge haben, auch ganz junge Exemplare, die sind nämlich besonders schön. Ja, da würde ich sagen, versuchen wir mal dieses Stück Totholz umzudrehen und uns an der Hutunterseite der Wabenporlinge zu erfreuen. Das ist nämlich immer wieder eine Aufnahme oder ein Foto wert. Ja, aber erstmal gibt es den Blick auf die Hutoberseite. Ganz, ganz viel frisches, junges Wachstum vom Wabenporling. Ich will auch gar nicht so viel darüber erzählen. Wir haben nämlich gerade letzte Woche das aktuelle Pilzporträt zur Art veröffentlicht. Das verlinke ich euch jetzt einfach in der Videobeschreibung. Wenn ihr alle Detailinfos zur Art haben möchtet, dann gerne da draufklicken. Und für die, die es schon gesehen haben, die können sich das natürlich sparen. Ja, und wir drehen jetzt dieses Stück Totholz vorsichtig um und schauen uns die wunderschöne Hutunterseite vom Wabenporling an. Ja, und ich denke, da habe ich euch wieder mal nicht zu viel versprochen. Die sind einfach nur so schön, gerade wenn die so jung sind wie hier. Was für eine wunderbare Struktur auf der Hutunterseite. Kann man sich doch wirklich einfach nicht satt sehen an der Art, oder? Ja, und es ist immerhin schon die vierte Art auf der heutigen Fundliste. Speisemorchel, Schwefelporling, Judasohr und jetzt Wabenporling. Ja, eigentlich habe ich das Thema Morcheln für mich irgendwie schon abgeschlossen. Dennoch finde ich hier eigentlich schon fast Morcheln ohne Ende. Ja, die ganzen Wegesrandmorcheln, die hier an der Hauptstraße im Prinzip entlang stehen, habe ich euch gar nicht mehr gezeigt. Hier jetzt aber eine Stelle, wo es wieder drei relativ schöne Fruchtkörper hat, die ich jetzt euch noch zeige. Da haben wir zum Beispiel eine Speisemorchel direkt am Weg. Ja, dann gehen wir da ein bisschen weiter. Ja, und hier nicht zu übersehen, hier die nächste schöne Speisemorchel. Ja, und in direkter Sichtweite, schaut's mal, da vorne Fruchtkörper Nummer 3. Erstens wundert es mich,
dass die hier stehen, ja, weil hier sind so viele Spaziergänger und Radfahrer unterwegs, dass mich das wundert. Ja, und zweitens ist es halt schade, weil die sehen eigentlich alle noch brauchbar aus, aber wie gesagt, hier machen so viele Hunde hin. Immer am Wegesrand, überall liegen auch diese unsäglichen Plastiktüten mit dem Hundekot drin. Dementsprechend sehr, sehr unappetitlich. Ja, und wie schon bei der anderen Wegesrandmorchel gesagt, für mich da nichts für den Speisepilzkorb. Aber Morcheln gäbe es gerade hier am Wegesrand eigentlich schon fast wieder wie Sand am Meer. Ja, das soll es für die heutige Waldrunde dann gewesen sein und auch für die diesjährige Morchelsaison. Wahnsinn, was waren das für schöne Wochen. Es hat so viel Spaß gemacht, hier in den Auwäldern unterwegs zu sein. Ganz, ganz viele tolle, leckere Funde, ganz, ganz viele Erstfunde. War ein bombastisches Morchel-, Lorchel- und Werpeljahr. Ja, das mir für immer in Erinnerung bleiben wird und dementsprechend auch ein dickes Danke an die Natur und an das Wetter, dass es dieses Jahr alles so gut zusammengepasst und zusammengespielt hat, dass so viele schöne Funde möglich waren. Gefreut hat mich natürlich auch der erste Schwefelporling bei uns. Ja, da werde ich in den nächsten 1-2-3 Wochen meine typischen Schwefelporlingshabitate nochmal gezielt anlaufen und dann gibt es bestimmt auch mal wieder ein tolles Rezeptvideo mit diesem ganz, ganz tollen Speisepilz. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntagabend. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht's es gut und bis dann. Ja, liebe Pilzfreunde, schaut mal, was ich jetzt aus dem Auto noch entdeckt habe. Ein riesiger Block mit höchstwahrscheinlich Mairitterlingen. Ich habe sie noch nicht rausgenommen, muss sie mir noch genau anschauen. Aber das sieht schon sehr, sehr, sehr verdächtig nach den nächsten Mairitterlingen aus. Da ein ganzes Büschel, da sehe ich schon den nächsten Fruchtkörper. Ja, und ich bin mal gespannt, wie es da auf der Wiese weitergeht, ob es da wirklich noch mehr von denen gibt. Das schauen wir uns jetzt gleich mal noch genauer an. Ja, ein paar von den Mairitterlingen habe ich mir jetzt noch geschnappt. Schauen die nicht wunderbar aus? Gerade wenn man auch in Richtung Stiel schaut, keine offensichtlichen Madengänge zu sehen. Ja, die sind richtig schön fest, richtig schön groß, richtig schön ergiebig. So machen Mairitterlinge Spaß. Das soll es für die heutige Tour aber jetzt wirklich gewesen sein. Und dann sehen wir uns schon bald, ihr wisst es, auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.